Willkommen zurück bei Minecraft Hardcore. So, wir sind immer noch in der Höhle. Ja, wo auch sonst. Wenn es hier nicht läuft, dann spiele ich auch nicht. So. Eisen nehme ich mit. Klapper, klapper. Hallihallo, mein Freund. Guten Morgen. Ah, da bist du ja. Na, siehst du? Die Hard, mein Freund. Ah. Eisen nehmen wir mit. Vielen Dank. So. Hallo Creeper. Boom. Sag mal, ich sollte mich nicht so oft treffen lassen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Klonk. So. Oh! Autsch! Wieso hat jetzt das Schild nicht funktioniert? Ja, weil ich einen Bogen gespannt habe. Mist! Das war Doom! Aber ich lebe noch. So. Hier gibt es noch mehr Eisen. Ha. Ich soll eine Eisenfarm bauen? Ich brauche keine Eisenfarm. Ich habe hier so viel Eisen. Und muss nicht mal Strip minen. Ah. Hier geht es jetzt aber ein bisschen zu weit runter. Ich würde sagen, ich gehe wieder raus aus der Höhle. Hab. Hallo Spinne. Wow, wow, wow. Wie weit geht denn das hier? Oh. Was brauche ich nicht? Saplings. So. Dann sehen wir mal zu, dass wir wieder nach oben kommen. Hier waren wir. Würde ich sagen, waren wir auch schon hier. Richtig. Hier gibt es nämlich jetzt das Eisen, was wir auf dem Rückweg mitnehmen wollten. Wow. Wow. Wird ja immer mehr. Nee, nicht der Ausgang. Hier ist der Ausgang.
Und wir haben jetzt, ja, lohnt sich. Unsere Karte sagt, wir sollten nach da gehen. Na, dann tun wir das doch auch. Ah, schöne Ebene. Hier könnte ich jetzt ein Pferd gebrauchen. Hopp. Wir sind am Rand angekommen. Ah, 3 Pixel noch. Jawohl. Jetzt geht's da lang. Einmal Gebirge hoch. Und ich hoffe mal andere Seite wieder runter. Ah, Eis. Höhle. Mit Skelett. Hallo, guten Morgen. Sag mal. Sag mal. Jetzt aber. Kann ja nicht wahr sein. Viele Pfeile habe ich noch? 38. Nicht gut. Weil jedes Mal 100 Pfeile pro Gegner brauche. Dann komme ich damit nicht mehr weit. Aua. So, nächste Höhle. Nö, keine Höhle. Kleiner Gebirgspass. Mal gucken, wie ich hier rüber komme. Ja, bitte, läuft doch. Von da oben hat man sicher eine schöne Aussicht. Das unentdeckte Land. Das sieht doch mal gut aus. Das sieht doch mal gut aus. So, ja, toll. Und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ich do. Ah, doch, hier. So, klappt doch. Da fällt mir eigentlich ein, wie viel Featherfalling habe ich? 4. Reicht. Reicht, um riskant leben zu können. Riskant entspannt. So, hallo Hühnchen. Und jetzt muss ich hier wieder hochrennen, damit ich die Karte fertig kriege. Na super, noch ein kleiner See. Und dann sind wir fast schon durch. Dann können wir wieder nach Hause gehen und haben wieder eine Karte vervollständigt.
So, tauchen ist man schneller, als wenn man rennt. Oh, jetzt wird es dunkel. Das heißt, ich sollte mein Bett rauskramen. Gute Nacht. Und guten Morgen. Was ich immer noch nicht gefunden habe, ist das Meer. Es kann doch nicht sein, dass ich so eine Riesenkarte habe und es gibt nirgends ein Meer. Die mögen mich doch alle nicht hier. Was mich reizen würde, wäre, wenn ich jetzt den Rand der Karte erreiche und dort ein großes Meer ist. Schöne Küste mit einem Schiffswrack davor. Das würde mir jetzt hier. Wow. Wo ist der Eingang? Hier. Nee. Das klang eben wie eine richtig gute, tolle Höhle. Ah. Creeper Party, jawohl. Wow, ist hier was los. Tschüss. Es zischt. Boom. Wow, sehr richtig groß. Was? Nee. Ah, da wird mir jetzt ein bisschen zu heikel hier. Ich gehe da mal wieder. Oh. Ist hier gerade ein Oktopus gestorben? Ja. Naja gut, soll er mal machen. So, wir sind fertig. Nach Hause geht es in die Richtung. Also die Höhle hier, die ist ja richtig heftig. Vor allem zieht die sich eine ganze Weile hin. Oh, auch eine schöne Formation.
So, jetzt wechseln wir mal die Karte. Sobald die 1.16 raus ist, werde ich hier anfangen, über Neta eine Expressroute zu bauen. So. Na. Nix. Nix gibt's hier. Na toll. So. Mal zusehen, wie ich hier rüberkomme. Hallo. Ja, wuff. Gebell, gebell. Hä? Seht ihr das auch auf der Karte? Ich drehe mich nicht mehr. Beweg mich auf der Karte nicht, oder? Ah! Jetzt hat das kapiert. Jetzt hat das kapiert. Ah, die großen Zähne aber bei diesen Tintenfischen. Das wäre schön, wenn die Mobs jetzt mal aggressiv werden und damit beißen. Hom, hom. So. Hallo Golems. So. Wir sind zu Hause. Das heißt, wir gehen mal wieder hoch in unsere Map. So. Holen die neue Karte. Klacken die da ran. Na cool. Sieht doch gut aus. Der hier hinten kommt weg. So. Den machen wir hier noch. Und den da oben. Und dann reicht es. Heißt, naja, vielleicht den noch. 1, 2, 3 Karten mache ich noch. Dann haben wir nämlich hier unsere nähere Umgebung. Und so schlecht sieht doch die Karte gar nicht aus. Aber ich vermisse immer noch das Meer. Vielleicht ja hier unten. Vielleicht haben wir hier Glück. Da könnten wir mehr gebrauchen. Und ich glaube, so langsam sollte ich auch mal wieder Kohle einsammeln. Weil hier gibt es jetzt jede Menge davon. So. Na super. Da kann ich sogar 2 Stück Kohle opfern. Zack. Viel Spaß beim Brennen. Ach, da passen sogar 3 Stück rein. Ja. Die Sache. Ich brauche mehr Kohle. Ich mache sogar 4. So. Genau. Jetzt sollte er erstmal hier
Die ganze Kohle. Durchbrennen. Ah, hier haben wir ein bisschen Fleisch noch. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nummer 9, 10, 11. Ja. Lohnt sich. Das lohnt sich mal so richtig. So. Daraus könnt ihr uns sogar TNT herstellen. Wir haben schon fast 2 Stacks davon zusammen. Das wäre doch mal was. 2 Stack TNT. Und dann boom. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was sagt die Uhr? Wird gleich dunkel. Das heißt, ich habe noch Zeit, schnell die Knochen wegzubringen. Hier ein bisschen zu ordnen. So. Und schon geht die Sonne. Wie ist das eigentlich? Osten, Süden, Westen. Genau, im Westen geht die Sonne unter. Das heißt, wir sind nach da gerannt. Norden. Was? Wir schauen jetzt nach Norden. Facing? Wo steht's denn da? Da, Facing North. Links in der Mitte. Na ja, gut. Dann war das der Norden. Ah. Da kommt ein Zombie an die Rand. Super. Ich würde sagen, erfolgreiche Erkundungstour. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later. Hallo Skelett. Und gute Nacht.